So, und dann sage ich hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und wir zocken heute erstmals auf Konsole. Erschienen, beziehungsweise kommt am 17. September in den Handel, der Bus-Simulator. So, ich bin gespannt, was mich erwartet. Sag vielen Dank an den lieben Carsten von Astragon, der mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Und dann gucken wir mal, was der Simulator hier so kann. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon zurück. Und bevor wir hier ein neues Unternehmen erstellen, was wir hier anscheinend jetzt gleich müssen, vorab vielen Dank an mittlerweile fast 400 Abonnenten. Das ist echt irre. Ich bin gespannt, wie der Bus-Simulator ankommt. Schreibt mir gerne hier ins erste Video unten in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr mehr sehen wollt, wie auch immer. Sämtliche Fragen wie gewohnt. Und ich verlinke euch auch mal die Homepage von Astragon hier unten im Video, damit ihr euch das Ganze mal direkt auf deren Seite anschauen könnt. Wir werfen gleich mal einen kleinen Blick drauf, denn wie man hier sieht, gibt es einige Features. Ich scroll hier einfach mal langsam runter. Wer sich das hier in Ruhe durchlesen möchte, geht eben auf die Verlinkung oder drückt hier mal kurz auf Stopp, um sich das alles durchlesen zu können. Es gibt also 8 Busse insgesamt. Es gibt noch einen DLC. Ich weiß nicht, ob der hier schon mit eingerechnet ist in diese 8. Wahrscheinlich nicht. Der wird noch on top gehen. Es gibt einen Multiplayer für bis zu 4 Spieler insgesamt. Also mit 3 Freunden kann man hier nochmal losziehen. 15 Quadratkilometer groß. Die Map scheinbar. 12 Stadtteile. Also das sind hier nur mal so grob die harten Fakten. Sag ich jetzt mal. Die den Bus-Simulator hier angehen. Und ja, wie gesagt, drückt hier einfach mal auf Stopp, wenn ihr es euch in Ruhe durchlesen wollt. Ansonsten findet ihr den Link auf die Seite hier unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal rein ins Spiel. Gab es noch irgendwas am Rande zu erwähnen? Ich glaube nicht. Release, wie gerade schon erwähnt, ist der 17. September. Das erste Mal, dass ein Bus-Simulator auf Konsolen kommt. Auf PC ist es halt gang und gäbe. Und ja, was mir gefällt, ist an und für sich schon die Tatsache, dass die Simulatoren gerade ein bisschen so auch auf die Konsole ihren Weg finden. Denn normalerweise ist es was du immer ganz nett immer so nebenbei ein bisschen mitzocken kannst, neben den ganzen anderen Dingen, die du so machst auf der Konsole. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal zusammen an. Ich bin gespannt, was können wir denn hier... Ich kann nicht B zurück. Was mache ich denn mit zurück? Okay, hier geht es ins Unternehmensmenü. Also dann werde ich hier wieder reinkommen, ganz genau. So, ich zeige euch das gerade mal ein bisschen. Serverbrowser, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn du dann online zocken willst. Die Credits, Einstellungen und die Kontoauswahl. Also mit welchem Konto du auf deiner Konsole unterwegs bist. Wir gehen jetzt hier mal rein. So, gib hier den Firmennamen ein. Ach du Scheiße, da geht's ja schon los. Neues Unternehmen. Blub. So, da sind wir mal ganz kreativ. Gib hier den Firmennamen ein. Okay, der Name ist Programm. Das lassen wir. Ich bring dich GmbH. Keine Ahnung. So. Sandbox-Modus. Bankrott aktivieren. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wollen wir das? Wie ändere ich es denn überhaupt? Bankrott? Klingt ja krass. Ich glaube, ich lasse es mal aus. Fahrtmodus vereinfacht. Realistisch. Kann ich das im Spiel dann noch ändern? Ich würde schon gerne erstmal vereinfacht fahren und dann aber halt irgendwann mal sagen, okay, ich bin bereit. Ich glaube, ich lasse mal vereinfacht und Bankrott lassen wir mal aus. Sandbox kann ich hier nicht aktivieren? Weiß ich nicht. Dann lassen wir es mal. Sandbox, vielleicht wird der nachgereichte Modus, ich weiß es nicht. So, pass auf. Erstellen. Y. Okay. Still Alive Studios. Oh.
Was? Das bin ich. Das bin ich auch. Weiblich oder männlich? Wir bleiben männlich. Okay. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, natürlich möchte ich das. Aber bitte doch. Wird geladen. Okay. Oh, hallo. Hier drüben. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Hallo. Ich bin ziemlich flott unterwegs hier. Öffne die Vordertür. Okay. Ja, kann ich mich hier komplett frei bewegen? Wie weit kann ich denn von meinem Bus weg? Hallo? Ein Zebrastreifen. Ich hoffe, ihr haltet an. Oh, sehr schön. Das funktioniert sogar. Bin beeindruckt. Sache. Wir halten hier an. Cool. Also Bus fahren wir später. Wir gucken hier erstmal ein bisschen. Was machst du denn hier? Hallo? Alter. Das ist hier wie bei Sixth Sense oder so. Also. Öffne die Vordertüre. Da machen wir das. Hallo? Kann ich durch die auch durchlaufen? Tatsache. Scheint bin ich hier völlig ghostmäßig unterwegs. Die Vordertüre. Meine Fahrertür? Nee, hat er nicht. Scheiße. Okay. Vordere Tür öffnen. Hier? Hier geht das? Okay. So, betrete den Bus und interagiere mit dem Fahrersitz, um Platz zu nehmen. Boah. Ah, da wechselt dann die Ego. Okay. Guten Tag. Boah, der Boden hier blitzeblank alles. Geil. Okay. Führerstand betreten. Bam. Super. Ich setz mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Wo setzt du dich hin? Aha, okay. Sind eine Fahrkarte hier. Wechsel in die Außenansicht. Okay. Wechsel in die Ego-Perspektive. Alles klar. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Natürlich. Was? Schalte die Scheinwerfer ein. Abblendlicht parken. Fahrzeuglichtschalter. Wupp. Wupp. Schalte alle Lichter an. Okay. Machen wir das. Fahrgastabteilbeleuchtung. Wie? Okay, hier muss ich jetzt was. Die kratzt sich schon am Kopf. Die denkt sich wahrscheinlich, was ist das denn für ein Honk? Ich mach jetzt einfach mal alles an hier. Boah, krass. Okay, Tür ist auf. Und alle Türen schließen mit X. Wow. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Ja, Mann. Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Beschleunige mit RT. Okay. Alles klar. Außenansicht. Wo muss ich denn hin? Alles klar, ich habe hier auf dem Navi was drauf. Wir bleiben das mal drin, ne? Bam, so. Auf geht's. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ist aber schön. Folge einfach der GPS-Route. Ja, GPS-Route. Haben wir schon geschnallt hier. Jetzt pass auf, aber ob da ein Auto kommt, sehe ich am besten in der Außenansicht, oder? Wie soll ich denn hier rauskommen? Hey, ich lasse die mal hier raus. Ja, der Bus will durch. Dann müsst ihr warten. Oh. Ein Lenkrad wäre natürlich jetzt auch geil. Oh fuck, wir haben den Bordstein geküsst. So, hier muss ich jetzt rechts. Ah, Blinker, RB. Nächster Halt, Siegersstraße. Da stehen die Honks.
Die warten tatsächlich auf mich. So. Öffne die Türen, ja, macht Sinn. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, ja. Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Betätige den Blinker. Ach, das ist ja nett. So, wir haben hier freie Bahn. Spiegel gecheckt. Okay. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Ach hier, 2 Minuten. Okay. Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Das ist die Endstation. Oh. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. Okay. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung. Können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Hier die Kupfe nicht raus. Rampe? Das habe ich ja glatt vergessen hier. Okay. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Okay. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Ist ja nicht zu übersehen. Dann schalte ich jetzt erstmal die Außenansicht. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Standbremse ziehen. Schalte alle Lichter aus. Ach, die Hupen gehen auch. Sehr schön. Bearbeiten. Ich dachte, das mit jetzt wahrscheinlich die Busfarbe, die Grundfarbe. Machen wir so. Anwenden. Okay. Baby Steps. Beende deine erste Mission im Einzelspieler. Gehen wir mal zurück. Jetzt müssten wir hier eigentlich im Streckenplaner, wenn wir das aktivieren. Jawohl, sind wir wieder fett. Und jetzt haben wir 202.000. Yeah. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Okay. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Was? Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Nein. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Oh mein Gott. Klingt gut, oder? Yes. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Okay, ja, dann machen wir es doch gleich. Wenn die Aufgabe jetzt gleich ist, dann kaufen wir uns jetzt einen Bus. Und dann können wir für eine Linie quasi auch jemanden einstellen. Stelle einen neuen Fahrer ein. So, Busdepot. Shop. Ja, dann bleibt ja nur der. Oder eben, warte mal, was kostet der? 158.000. So, wie gesagt, der ist schon größer als unser jetziger. Und ganz hinten war auch noch einer. Bearbeiten. Nummernschild. Gut. Speichert. So, was haben wir hier für ein... Das Motiv, was wir oben drauf haben, ist... Das Schwert des Todes. Kann ich das hier auch nochmal... irgendwie verschieben? Anpassungsmodus. Ah, geil.
Okay. Ja. Genau so. Okidoki. So, pass auf. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt müssen wir schon zwei Punkte... nee, ich stelle einen Fahrer ein. Ganz genau. So, Angestellte. Der Polenschmidt, die Emma Doyle und der Stefan Baus. Kosten alles gleiche. Alle auf Lehrling. Hört während der Fahrt Speed Metal? Ist miserabel im Kopf rechnen? Alter, was gibt der dann für Rückgeld raus? War noch nie im Ausland. Unerfahren hinterm Steuer, hat Erfahrung im Taxi gesammelt. Die Emma. Liebt Vogelsafaris und lange Strandspaziergänge. Zweigt vom Gehalt immer etwas für Katzenfutter ab. Kann keine Katzenwitze mehr hören. Ich glaube, ich nehme die hier. Einstellen, entlassen. Einstellen. Oh Gott, das war's schon. Okay. Generiere Einkommen mit einem Fahrer. Okay. Wie weise ich jetzt da jemanden zu? Was? Ah, Fahrer zuweisen, da steht's doch. Ja, dann machen wir es doch mal hier. Transportiere mindestens 180 Fahrgäste. Klicke auf einen Fahrer, um sie ihm der gewählten Strecke zuzuweisen. Zuweisen mit dem Bus. Okay, Fahrt beginnen. Ich habe einen Bus zugewiesen und eine Fahrerin in dem Fall. Gehen wir wieder zurück. Die ist jetzt hier schon unterwegs. Vielleicht sehen wir die sogar fahren. Okay. So, das ist jetzt die Strecke, die wir gerade erstellt haben. Die können wir eigentlich wieder löschen. Weil dann erstellen wir lieber eine neue. So. Und zwar starten wir hier, fahren nach da, fahren nach dort, um hier weiterzufahren, nach da, und haben schließlich hier unsere Endstation. Speichern. Speichern. So, und die fahren wir jetzt. Fahrt beginnen. Und zwar fahren wir mit dem neuen, ganz genau. Da sind ja viele Leute. Wer ist da? Eine Fahrkarte, bitte. So, einzeln. Standard. Und da. Bitte schön, 2,80 Euro zurück. Danke. Nein, nicht spoilern. Oh, sorry. Ich mach's leiser. Sehr gut. Hier. Okay. Na klar. Na klar. Na klar, hier, bitte. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Hinter der Landschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, uns wird nie dazu kommen? Servus! Hau den ein! Alles klar! Also,
So viel für die erste Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also ich finde es ganz cool irgendwie, muss ich sagen. Baut sich ganz gut auf. Es ist cool, die Busse hier individuell zu gestalten und so weiter. Mal gucken, jetzt wenn die Map dann etwas größer ist und du auch weitere Fahrten hast und so weiter. Also ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst gerne auch ein Däumchen da. Falls es noch nicht der Fall sein sollte, auch gerne ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Im Bus-Simulator. Bis dahin, haut rein.